Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Fragerunde und schon mal vorab vielen, vielen Dank. Mich haben wirklich viele Fragen erreicht, also wir haben da echt Material für mindestens vier neue Folgen. Ich habe mir hier wieder fünf Fragen rausgesucht und bevor wir starten, ein wichtiger Hinweis: In dieser Fragerunde gibt es das erste Gewinnspiel. Da war ja ein kleiner Kommentar unter der ersten Fragerunde. Da habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Das ist eine gute Sache. Was ihr dafür tun müsst, was es zu gewinnen gibt, natürlich alles am Ende des Videos. Und wir starten gleich mal mit den fünf Fragen, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Also bitte nicht böse sein, wenn eure Frage da nicht gleich immer drankommt. Aber definitiv ist das alles gespeichert und ich gehe das dann in den kommenden Folgen durch. Der Dirk hat geschrieben vor 2 Tagen. Kann man dich als Guide für mein Hausgewässer buchen? Auch so eine Frage kam schon öfter. Was mache ich eigentlich? Mache ich nur Guidings in Italien und so weiter und so fort? Ist relativ schnell erzählt. Ich bin selbstständiger Angelguide, so ist das auch eingetragen. Und ich biete Guidings an den europäischen Top-Revieren, hauptsächlich in Italien am Po, aber auch in Spanien am Ebro. Dort arbeite ich mit Partnern zusammen, Wellscamps, die dort vor Ort sind, miete mich dort ein mit meinen Gästen und plane die Touren aber alles von Deutschland aus. Bin in der Regel, je nachdem, zwischen 10, 15 Wochen mit Gästen pro Jahr unterwegs, habe meistens so 3 bis 4 Gäste dabei, je nachdem. Und das ist mein Kerngeschäft. Und diese Frage kam jetzt schon öfter und mit diesen Hausgewässer buchen als Guide, nein. Das geht dahingehend eigentlich relativ schnell zu erzählen, weil ich biete dort Guidings an, wo ich wirklich mich auskenne, wo ich fit bin und wo ich den Leuten auch für das Geld was bieten möchte und bieten kann. Und mit diesen Hausgewässern, da bin ich immer nur Gast. Aber was wir öfter machen, schon vor vielen Jahren hat das angefangen, das sind sogenannte Workshops. Ich würde das nicht als Guiding verkaufen. Hier geht es wirklich dabei darum, den Leuten, die daran Interesse haben, mit ihnen zusammen ihr Gewässer zu erkunden, das zu erforschen, mit verschiedenen Angelmethoden dort versuchen zum Erfolg zu kommen und sich selber gemeinsam da reinarbeiten. Wir verkaufen im Prinzip das Mindset, was wir in dem vergangenen Jahr, über 20 Jahren mittlerweile schon aufgebaut haben, in der kurzen, kompakten Form, also Location betreiben, Vorfächer, Vorfachwahl, Köderpräsentationenwahl für das jeweilige Gewässer, aber als Guiding würde ich das nicht verkaufen. Das sind Workshops, die machen wir. Einfach mir eine E-Mail mal schreiben, info@catfishbibel.de, dann kann man das alles mal durchgehen. Das ist meistens so, dass viele kleine Vereine oder so Pachtgruppen daran Interesse haben. Ihr kennt alle die Geschichten, da wurden mal Walle eingesetzt und so weiter und so fort. Wir fangen nur kleine und wie die ganzen Geschichten dann weitergehen, das kennt ihr selber. Und dann ist es sehr häufig so, dass sich dann ein paar Leute zusammenschließen, kontaktieren mich oder meistens ein Stefan, der macht das ja sehr, sehr häufig, meistens dann mit Angelläden noch in Zusammenarbeit. Aber wie gesagt, generell als Guiding würde ich das nicht verkaufen, aber zusammen dein Gewässer zu erkunden, jederzeit. Ich habe dadurch schon viel sehen dürfen, habe dadurch auch schon viel interessante Gewässer beangeln können, wo ich so wahrscheinlich nie hingekommen wäre. Aber ich möchte euch dazu gleich mal eine Geschichte erzählen. Und das erste ist, ich wurde vor vielen Jahren mal von einem Angelverein kontaktiert und wir haben so Probleme mit Welsen. Unwahrscheinlich und wir fangen jede Nacht 4, 5 Stück und so weiter und so fort. Und dann wurde ich da eingeladen, bin da hingefahren. Das war wirklich mit die Anfangszeit von den Guiding-Touren. Und da war es dann so, wir haben da gemeinsam gefischt und die Leute waren alle, wo ich da angekommen bin, ja, bis unter die Zähne bewaffnet mit schweren Gerät, Multirollen, starke Wallerruten, dicke Kevlar-Schnur und und. So, und dann haben wir angefangen zu klopfen. Da waren gefühlt 15 Boote gleichzeitig unterwegs, sind da alle wie so eine Traube mir hinterher gefahren. Und wir haben geklopft und geklopft, haben uns dabei schön den Allerheiligsten oben verbrannt, weil es wirklich brutal warm war und es ist gar nichts passiert. Es ist kein Fisch gestiegen, nichts. Und da ist schon, das ist immer so ein Indiz dafür, dass der Wallerbestand meistens, wenn die Bedingungen gut sind und ihr seht gar nichts, eigentlich schon dafür spricht, dass er noch nicht so vorhanden ist.
Und dann haben wir insgesamt 2 Tage geklopft und haben die Nächte dazwischen immer Ansitzangeln auch gemacht und da waren viele Ruten draußen. Und am letzten Morgen, ich habe da mit dem Vorstand damals gefischt, kam ein Biss. Der einzigste Biss, muss man wirklich dazu sagen. Und wir haben den Fisch, und im Biss hast du schon gesehen, dass das definitiv kein Riese ist. Und da war es ein Fisch, der unter 1 Meter war. Wie groß, weiß ich nicht mehr genau, aber er war definitiv nicht größer. So, und da wurde so gebrüllt über das ganze Gewässer, ja, jetzt hammern. Und ja, das war dann die Paradebeispiel dafür, dass der Verein davon ausgegangen ist, dass unwahrscheinlich viele große Welse drin sind, weil sie ja so viele kleine fangen. Aber das Wochenende hat eindeutig gezeigt, dass dem nicht so ist. Der Bestand war extrem klein, extrem jung. Wie es mittlerweile ist, weiß ich nicht. Ich habe dahin leider kaum noch Kontakt. Habe auch nie wieder was gehört, dass da mal große Fische gefangen wurden. Aber das ist auch immer so ein Paradebeispiel, dass viele dann denken, wenn man da aufschlägt, jetzt knallt es hier richtig. Das ist meistens nicht so. Mehr wie mit Wasser kochen können wir auch nicht. Und wir können aber relativ schnell eine Einschätzung geben, was da los ist und so weiter. Deswegen ist das für viele sehr hilfreich, gerade dieses Mindset, wie geht man daran und so weiter, was ich euch auch versuche auf meinen Videos etc. zu präsentieren, das dort in kurzer Form mitzunehmen. Und wenn da Interesse besteht, einfach bei mir melden, Dirk. Das war die erste Frage. Dann habe ich eine interessante Frage bekommen vom Angelteam, die auch schon, glaube ich, mit die ersten waren, die meine Videos kommentiert haben, immer sehr sachlich geschrieben. An dieser Stelle vielen Dank schon mal dafür, weil das nicht selbstverständlich ist in der heutigen Zeit. Und immer sehr gute Themen dabei wählen und interessante Denkanstöße auch mir geben. Und das Angelteam hat geschrieben, kein Boot, aber Bodenstrukturen kennenlernen. Erstens fand ich deine Erklärung zu Mini-Bodenwellen sehr interessant. Beim ersten Teil, viele von euch können sich daran vielleicht erinnern. Ansonsten unten in der Videobeschreibung für die, die es noch nicht gesehen haben, könnt ihr da nochmal reinschauen. Fand er sehr gut und konnte nachempfinden. Wo keine Deckung ist, nutzt man die geringste Möglichkeit, also für den Fisch. Zweitens denke ich, dass auch hier ein Hilfsmittel wie der Dieber eine lohnende Investition darstellen könnte. Denn nur mit einem Gummi solche Strukturen zu finden, sind sehr ambitioniert. Eine Frage, die aber auch andere interessieren könnte, was sind deine Lieblingsköderfische und was macht dabei den Unterschied? Zu den Dieber komme ich dann nochmal. Und die Frage mit den Lieblingsköderfischen, sehr interessant. Mein Lieblingsköderfisch ist immer den ich am häufigsten fange. Ich bin nach wie vor, obwohl das leider, muss ich ehrlich gestehen, ein bisschen eingeschlafen ist, ein großer Fan davon, wenn ich irgendwo neu bin, anzufangen zu fiedern. Ich gebe mir dabei große Mühe, ich versuche auszuloten, das zu klippen und so weiter. Also wirklich schon mit einem Versuch, mit einem guten Standard da ranzugehen. Also nicht einfach mal einen Futterkorb da reinwerfen und nach einer Stunde hole ich den raus. Also ich versuche das schon intensiv zu machen. Und da ist es relativ schnell so, dass ich irgendwann auch da ein Gespür dafür bekomme, was los ist. Fange ich Brassen, fange ich dies, fange ich das. Dann kann ich mir meistens eine Übersicht verschaffen, was häufig im Gewässer vorkommt. Dann kann ich schon mal so ein bisschen immer ableiten. Lieblingsköderfische an sich, ja, gibt's ehrlich gesagt gar nicht. Außer ich denke hier an die Köderfische, die für Wallerangler interessant sind. Und das sind die, die sie mitnehmen können. Egal ob vom Camp gekauft oder von irgendeinem Fischer und damit ans Gewässer genommen, das ist ein Riesenthema. Auch bei uns, viele Guiding-Touren, diese Big-Fische sind im Prinzip dadurch geschuldet, dass wir meistens irgendwo Köderfische gekauft haben. Weil in den Top-Phasen, wenn die Waller richtig unterwegs sind, fängt man meistens keine Köderfische. Das klingt vielleicht erstmal komisch für die Leute, die das noch nicht so kennen, aber die meisten von euch da draußen wissen, glaube ich, was ich meine. Ich denke hier nur an ein schnell steigendes Wasser am Fluss. Der Fluss drückt ein, schießt nach oben, innerhalb von kurzer Zeit einige Meter nach oben. Und wer dann es schafft, regelmäßig Köderfische aus dem Fluss zu fangen, der ist da wirklich mein Held. Waller zu fangen in solchen Situationen, dort wo es gute Bestände gibt, ist gar nicht so das Thema. Aber das Problem ist dann die Köderfischorganisation. Und deswegen sind meine Lieblingsköderfische die, die ich transportieren kann, die ich gekauft bekomme, obwohl ich sehr oft weiß, dass es nicht immer die besten Köderfische sind. Ich denke hier nur an die Giebel. Das ist bei uns mittlerweile viel verbreitet in so kleinen Seen und Teichen, die abgelassen werden.
explodieren die Leichen teilweise dreimal im Jahr, werden aber nicht mehr viel größer wie, sag ich mal, 15 cm, aber definitiv ein Köderfisch, der ja überall mithin zu transportieren ist, der, wenn er lebend gefischt wird, immer schwimmt eigentlich, der macht so ein bisschen umher, ist nicht mein Lieblingsköder für eine U-Pose, weil der sehr oft, wenn die Strömung zu langsam ist, so nach oben schwimmt und dadurch kann es halt öfter mal passieren, dass man dann so Tangles produziert mit Giebeln als Köder, wenn man sie lebend fischen dürfen. Deswegen für die Köderpräsentation sind Giebel bei der Unterwasserpose nicht meine erste Wahl. Und dann kommt gleich ein Köderfisch, der mittlerweile, glaube ich, überall bekannt ist. Das sind Forellen. Ganz normale Portionsforellen, Speiseforellen gibt es mittlerweile überall zu kaufen. Man muss immer davon ausgehen, 2009, 2010, das waren so die Jahre, wo das hochgekommen ist in Italien, wo man das kaufen konnte, wo die Camps das organisiert haben. Davor gab es das in der Form nicht. Und die Forelle hat halt den riesen Vorteil, sie ist stromlinienförmig, gerade für die Unterwasserposenpräsentation, egal ob tot dann angeboten mit Deadbait-System oder lebend. Sie ist einfach perfekt, gerade für strömende Bereiche, steht schön im Wasser, die trudelt nicht, kippt nicht. Wenn sie lebend gefischt werden darf, bis zu der 18 Grad Marke, ein Top-Köder, definitiv ein Top-Köder, gerade für kälteres Wasser, wenn das Wasser warm wird oder wenn es kalt wird, Frühjahr oder Herbst. Der Köderfisch schlechthin, gerade am Po, aber ich kenne auch mittlerweile viele Leute, die das in Spanien probiert haben, damit auch mega gefangen haben. Und am Po ist es definitiv so, dass es sehr ähnlich ist wie eine Meeresch. Es ist ein sehr fetthaltiger Köder, es ist ein agiler Köder und auch von der Stromlinienform her sehr identisch mit einer Meeresche und wahrscheinlich einer der besten Köderfische für Italien am Po, beziehungsweise auch die Zuläufe. Überall dort, wo es Meereschen gibt, ein sehr, sehr geiler Köder, gerade wenn das Wasser kalt ist. Das sind eigentlich so meine Favoriten, wenn ich die Köderfische kaufen kann. Alles andere, was ich fange mit der Rute, hänge ich auch drauf. Zum Beispiel einer, aber das ist mittlerweile halt alles schwierig geworden, weil sich die Gesetze auch ändern und so weiter. Aber früher am Ebro oder wahrscheinlich auch heute noch, aber mittlerweile glaube ich verboten, bin mir aber da nicht sicher, also immer kundig machen, egal wo ihr seid, sind Zander. Habe ich an vielen Gewässern mitgemacht. 40, 50 cm Zander, definitiv ein Garant für einen großen Fisch. Natürlich immer, wenn man weiß, wo man den hinhängen muss, also irgendwo ins Wasser hängen, bringt er auch nichts. Aber das ist ein Köder für sehr große Fische. Fragt mich nicht warum, ich habe den öfter gefischt und das war immer ein Garant für große Fische. Definitiv auch ein interessanter Köder, wenn ihr die kaufen könnt. Sind Graskarpfen für warmes Wasser. Die hatte ich auch schon mit in Frankreich und so weiter. Also das geht alles. Auch vom Transport her hätte ich selber nie gedacht. Gibt es mittlerweile einige Fischer, die kleinere Größen da anbieten. Ein Megaköder, echt für die warme Sommerfischerei. Warmes Wasser, egal ob mit der tiefen Präsentation an der U-Pose oder Topwaterfischen an der Oberfläche. Ein mega geiler Köderfisch, der richtig attraktiv ist. Habe ich auch unwahrscheinlich viele Fische mitgefangen und für den einen oder anderen da draußen, der ins Ausland fährt und sucht so einen Köder, der interessant ist, zählt der Graskarpfen definitiv damit dazu. Ich hoffe, Angelteam, ich konnte deine Frage einigermaßen plausibel erklären, aber macht das bitte immer erstmal an euren Gewässer abhängig, ganz wichtig. Das sind aber so die Grundinformationen gewesen, wie gesagt, die Forelle. Der Giebel, also Karauschen in dem Sinn gibt es ja nicht mehr, sie sind Giebel meistens, oder der Graskarpfen oder auch Zander, aber wie gesagt, da immer aufpassen, wo ihr seid, was ihr draufhängen dürft und dann alles weitere. Olli hat geschrieben, ich hätte da zwei Fragen. Erstens, beziehen sich die 16 Grad auf die Wasser- oder Außentemperatur? Und zweitens, wie ist das mit dem Hochwasserrückgang im kleinen Fluss? Dort gibt es ja keine Stellen mit und ohne Hochwasser. Soll ich da eher im flachen fischen oder lieber im tiefen Wasser suchen? Oder meinst du da die Grenze zwischen Fluss und überschwemmten Ufer? Ja, vielen Dank für die Frage. Also die 16 Grad beziehen sich natürlich immer erstmal auf die Gewässertemperatur. Das ist ganz wichtig. Wir angeln auf wechselwarme Tiere und so niedriger die Temperatur, umso geringer ist denn ihr Stoffwechsel, der Herzschlag, alles Mögliche. Das immer im Auge behalten. Also Temperatur ist nach wie vor ganz, ganz wichtig. Mir fällt das immer wieder beim Vertikalangeln im Winter auf. Da fahren Profis umher,
die viele von euch da draußen wahrscheinlich kennen, mit so riesen Echoloten und so. Und die driften dann ihre Strukturen ab, wo sie schon regelmäßig sehr große Fische fangen konnten. Und 500 Meter weiter fließt auf einmal über die flache Sandbank zwar dasselbe Wasser, aber über die Sandbank, dort wo es vorher ein bisschen gestanden hat, wo die Sonne drauf scheint im Winter, ist das Wasser fast 2 Grad wärmer und die sehen das nicht. Und dann liegen die Fische eben nicht in der 8-9 Meter Rinne, sondern auf der Sandbank mit 2, maximal 3, 4 Meter Wassertiefe. Ganz, ganz wichtig, Suchtemperaturunterschiede immer wieder, gerade wenn das Wasser kalt ist. Also wie gesagt, die 16 Grad beziehen sich immer auf die Gewässertemperatur. Ich hatte damit ja gemeint, dass das für mich so die Grenze ist, wo es beim Hochwasser dann richtig abgeht. Es ging ja Teil 1 der Fragerunde um dieses Winterhochwasserangeln. Und da war ich ja bezogen auf die Wassertemperatur. Wie gesagt, 16 Grad, da merkt man meistens schon, dass es da abgeht in den Überschwemmungsgebieten. Und hier Rückgang, kleiner Fluss, tiefes Wasser suchen oder flaches. Tja, hier vorne steht es eigentlich, die Grenze zwischen Fluss und überschwemmten Ufer. Ich suche mir wirklich, und das gibt es an jedem Fluss. Ich habe viele kleine Flüsse auch bei mir. Und da ist das genauso. Egal erstmal, welchen Fisch ich fangen will. Das hatte ich ja im ersten Video schon erklärt. Die ziehen dann relativ schnell raus, die Räuber, wenn die Tendenz fallend ist. Und warten immer auf diesen Punkt, wenn die Futterfische, die länger in diesen Gebieten drin stehen, dann da rauskommen. Und ich fische sehr oft, auch wenn das Wasser dann kalt ist, erstmal flach. Und das hängt aber damit zusammen, dass die Futterfische, wenn die aus so überschwemmten Wiesen, also das muss nicht tief sein, wenn diese Wiese 50 cm noch Wasser hat und davor geht es in das alte Flussbett, so Naturufer, und die Fische schwimmen dann über diese Wiese und treffen auf einmal in dem Fluss, müssen sie sich erst neu orientieren, dann ist tiefes Wasser und dann, wie gesagt, verteilen die sich wieder im Fluss, und solche Gebiete suche ich. Und dann mache ich es ganz gerne so, je nach Struktur vom Platz. Ich stecke gerne Stöcke in diese Wiese, aber immer wieder wichtig, die muss trocken laufen, weil sonst stehen die Futterfische auf der Wiese, aber die Waller, wenn das Wasser zu flach ist, folgen denen nicht direkt hinterher, gerade nicht große Fische, kleine ja, aber Big Ones kommen da nicht drüber. Deswegen warten die meistens auf diesen Punkt, wenn diese Wiese leer läuft, dann müssen die Futterfische da raus. Und ganz wichtig, ihr müsst diese Ein- und Ausgänge finden. Wo kommen die Futterfische rein in das Gebiet und wo kommen sie raus? Das sind immer wieder Gebiete, wo das gebündelt wird, ähnlich wie so eine Sanduhr. Da gibt es immer wie so einen Trichter, wo die durch müssen. Es fällt leer, das Überschwemmungsgebiet, was da hinten meist groß ist. Und dann läuft das wie durch so einen Ringsaal, verjüngt sich und dann geht es auf im Fluss. Und diese Gebiete suche ich. Sucht euch das, gerade auch bei Trockenwasser könnt ihr das machen, also bei Normalwasserständen. Einfach mal spazieren gehen, mal rumgucken. Dann auch immer wieder, was ich ja sehr, sehr gerne mache, kommen wir gleich nochmal da drauf, mit einem Gummifisch oder so und angel einfach dabei. Dann weiß ich immer, wie sind die Strukturen vor solchen Gebieten und so weiter und so fort. Und dann, wenn sich das Wasser ändert, habe ich da meistens einen sehr guten Anhaltspunkt, wo ich angeln muss und wie. Und wie gesagt, ich mache es dann sehr gerne so, wenn ich weiß, Tendenz vom Fluss ist fallend, es kommt auch kein Wasser nach, stelle ich sehr gerne einen Stock, präsentiere dann meine Montage durchgespannt, dass der Köderfisch wirklich nur diesen Radius hat, und hänge den genau da, wo es mit dem Fluss zusammenläuft. Also nicht auf die Wiese, sondern genau dieser Punkt, wo der Fluss wieder draufläuft, hänge den dann dahin und präsentiere aber auch immer eine Rute leicht abseits mit der Unterwasserpose, dann schon in den strömenden Bereich vom Fluss, weil das meistens die Rute ist, die diese passiven Fische fängt, oder die da lang ziehen an diesen Uferkanten, und die oben hängt, ist meistens dann die Rute, die fängt, wenn die Futterfische rauskommen, und die Waller kommen dann hoch und passen die da ab. Ich hoffe, ich konnte deine Frage, Olli, einigermaßen richtig für dich verständlich beantworten. Vielen Dank dafür. Abenteuerangeln. Da komme ich jetzt mal dazu. Der Dominik hat geschrieben, toll erklärt, statt dem Gummifisch würde ich eine Runde mit dem Dieber oder einen anderen Wurfecholot machen. Eine große Kante erkenne ich auch mit dem Gummifisch. Aber bei 20, 30 cm wird das schon verdammt schwer. Freue mich auf die nächste Fragerunde. Danke, Dominik. Viele Grüße gehen zurück. Und da ist es gleich so, weil wir das ja schon oben hatten, das Angelteam hatte das ja auch geschrieben mit diesem Dieber. Vorneweg, ich habe damit noch nicht gearbeitet, denke aber, dass das echt eine tolle Möglichkeit ist, vom Ufer aus
einen relativ großen Radius vom Gewässer zu erkennen. Sehe das aber nach wie vor immer wieder ein bisschen kritisch, weil es gibt hier mehrere Anhaltspunkte, die für mich dabei wichtig sind. Das erste ist, eine kleine Kante erkennst du, Dominik, in meinen Augen besser mit einem Gummifisch wie mit einem Dieber, weil auf jedem Echolot ist ja die Darstellung dann gleich und du siehst halt immer nur diese Bodenwellen. Und gerade wenn die relativ sanft verlaufen, also nicht 5,40 Meter, 5,60 Meter und so weiter, ist das immer nur so dargestellt. Und täuscht euch nicht, ich habe in den kleinsten Rinnen, für mich waren das immer die sogenannten Grauen, schon Megafische gefangen, wo ich nie damit gerechnet hätte. Und das war damals dieser Aha-Effekt, wo ich das erste große Echolot bekommen habe und bin mit diesem Salzcan umhergefahren, habe teilweise keine Fische gesehen. Und auf einmal waren in diesem Bodenverlauf, gerade am Po habe ich das extrem oft gehabt, aber auch an anderen Flüssen, wo ich unterwegs war, dass auf einmal in diesen Bodenwellen keine weißen Striche zu sehen waren, sondern graue. Und dann lagen die halt nicht so, sondern liegen genau in diesen Bodenwellen so da hinten drinnen. Und erst beim Schleifen, beim sogenannten Schleifen, dieses einfach nur eine Route hinterherziehen, Motor aus und sich abtreiben lassen, habe ich dann Bisse bekommen im extrem flachen Wasser. Und dann halt gewusst, wo ich dann wieder drüber gefahren bin, diese grauen Schattierungen auf der Darstellung waren weg, dass das Fische waren. Und das ist halt, wenn die dahinter liegen und der Salzgang geht da drüber und die liegen wirklich nur in so einer Bodenkuhle drin, normale Fische, dann sehen wir diese als so Fisch gar nicht. Also das ist eine 20 oder 30 cm Kante mit Echolot. Ja, wenn man direkt drüber ist, kriegt man das schon mit. Aber ich brauche immer wieder erstens mal das Gefühl, ich merke dann ganz genau, wo der Gummifisch hochgeht, dass der da ein bisschen hängt. Und was mir dabei wichtig ist, ich weiß, wie diese Kuhle beschaffen ist. Ich hatte das schon mal gesagt, in der ersten Fragerunde, dass ich extrem darauf achte, wie ist der Untergrund? Ist der sauber oder ist der schlammig? Und wenn mein Gummifisch schon da drinnen hängt und ich hole dann so Mulch hoch, wo auch noch totes Laub, Äste und so weiter dran hängt, dann weiß ich, dass das meistens eigentlich ein Bereich ist, den die Fische meiden. Die mögen das in meinen Augen nicht. Und dann kann es sehr häufig sein, dass gerade mal 50 Meter hin eine Kiesstelle ist. Selbe Struktur, aber dort lagert sich weniger Dreck ab, weil die Strömung eventuell anders läuft. Und das allein reicht nur durch Windeinfluss. Das muss noch nicht mal immer ein Fluss sein. Und sowas fällt mir mit einem Gummifisch eher auf wie mit einem Echolot. Wie gesagt, ich glaube, mit einem Echolot macht ihr auf jeden Fall mehr Strecke, definitiv. Aber mit dem Gummifisch habe ich immer das beste Gefühl. Ich merke genau, was los ist. Und dann kommt noch ein Punkt dazu, der mir auch dabei sehr wichtig ist. Nicht nur die Beschaffenheit vom Untergrund, sondern im Flüssen der Strömungsverlauf. Ich werfe je nachdem Fächer ja das Ufer ab. Und dann merke ich immer sehr schön, wie läuft denn überhaupt die Strömung. Das zeigt euch kein Echolot der Welt an. Und für mich ist sowas wichtig, weil ich immer versuche, an Strömungskanten meine Köder auszulegen. Nicht da, wo es steht, sondern immer da, wo Flüsse wieder beschleunigen, sage ich dazu. Das ist kein stehender Bereich. Das sind immer durch diese kleinen Kanten, durch diese Untiefen oder auch durch die Ufervegetation etc., dass sich Strömungskanten, Strömungsnasen bilden. Und dann ist es halt sehr häufig so, dass die Futterfische sich nachts in die strömungsberuhigten Bereiche zurückziehen und ich meine Köder genau an diese Strömungskanten auslegen möchte. Und dann suche ich mir nicht nur den Punkt, wo die Kante ist, sondern eben auch mit dem Gummifisch merke ich das sehr schön. Der tockt dann über den Grund und irgendwann merke ich, der bleibt dann hier liegen und die Schnur schlafft aber so zusammen, weil der Strömungsdruck dann dort zu gering ist. Und dann weiß ich ganz genau, wo dann später mein Köder hin muss. Also wenn ich so arbeite, mir fällt das halt sehr häufig beim Vertikalangeln auf. Das ist dann zwar vom Boot aus, aber die Umsetzung vom Ufer ist dann eine ähnliche. Wie gesagt, deswegen mit den technischen Hilfsmitteln ja, gerade wenn man neu ist, kann man damit in einer relativ kurzen Zeit Strecke machen, viel sehen, viel mitbekommen. Aber ich glaube, gerade bei kleinen Unterschieden, wie gesagt, wir reden hier von Kanten, die sind so hoch, seid ihr, glaube ich, in meinen Augen mit dem Gummifisch eher dazu in der Lage, das zu erkennen, wie mit einem Wurfecholot. Also es gehört natürlich immer ein bisschen Übung dazu. Wenn ihr das noch nie groß gemacht habt, wird das schwer sein. Aber Übung macht den Meister, wie alles andere auch. Und wie gesagt, ich achte dann immer dabei auf die Bodenbeschaffenheit. Wie ist der Untergrund? Ist der sauber? Das zeigt euch nämlich auch kein Echolot an.
Da ist meistens die Bodenlinie ist rot, je nachdem, was ihr da für einen Kontrast einstellt. Je nachdem, wie hart der Boden ist, ist die, wenn ich es bei Garmin mit diesem Blau-Rot-Schattierung einstelle, feuerrot. Und trotzdem habe ich 2 Meter hin so ganz kurze Bereiche, wo sich halt Humus oder was ablagert durch verschiedene Strömungen und so weiter. Oder auch durch wühlende Fische, durch Karpfen und so. Und dann hast du immer einen Bereich, der hart ist. Oder ein Übergang auf Stein und so weiter und da, wo es weich ist. Und ich präsentiere aber lieber meinen Köder dort, wo es sauber ist und wo es weich ist. Und deswegen arbeite ich lieber mit Kunstködern und fische das so ab, auch wenn das natürlich eventuell mühseliger ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, mit dem Dieber habt ihr, glaube ich, noch keinen Fisch gefangen. Mit dem Gummifisch könnt ihr immer, jederzeit mit Beifängen rechnen. Das ist auf der einen Seite cool, aber ihr lernt extrem schnell, was wie euer Fluss tickt. Gerade am Proben mache ich das auch öfter. Ich habe dann eine leichte Spinnrute dabei und werfe mal so die Steinpackungen ab. Und dann weiß ich auch, wo wirklich Rapfen wie in Schulen zusammenleben im Sommer. Und gerade mal 50 Meter hin ist auf einmal der Fluss wieder leer, obwohl die Strukturen ähnlich sind. Woran das liegt, weiß ich nicht immer hundertprozentig. Aber ich glaube, mit einem Echolot würde ich sowas nicht rauskriegen. Ich merke das dann halt, weil ich da hinfahren kann, gerade zu gewissen Uhrzeiten, wie die Sonne steht und so, das ist ganz wichtig. Und werf das dann ab, krieg Aktion. Erstens mal ist das cool, weil ich dann gleich wieder einen geilen Köderfisch habe, gerade fürs warme Wasser. Und auf der anderen Seite weiß ich dann auch, wo die sind. Und wenn ich das schon weiß, wo die Futterfische konzentriert stehen, wo soll dann der Waller hingehen zum Fressen? Die 50 Meter weiter runter, wo ich es schaffe, eine Woche keinen Biss zu bekommen? Würdet ihr da eine Rute hinlegen oder lieber da, wo ihr wirklich regelmäßig hinfahrt und eure Rapfen fangt, Zander oder was auch immer? Das ist ja in jedem Gewässer dann gleich. Deswegen hoffe ich, Dominik konnte eine Frage einigermaßen beantworten. Auch nochmal an das Angelteam wegen diesem Deeper. Wie gesagt, finde die Technik gut, nutze die gerne ein, aber das waren jetzt halt so meine Gedankengänge dabei, deswegen fische ich nach wie vor Kunstköder. Gut, und Richard, ja, hat eine längere Frage, aber die habe ich jetzt auch mit reingenommen, das wird auch die letzte, damit es nicht zu lang wird. Hallo, cooles Video wieder, vielen Dank. Ich würde gerne wissen, wie du aktiv über das Jahr hinweg auf dem Rhein ohne Bohnen fischen würdest. Ich fische hier im Rhein ausschließlich in der warmen Jahreszeit. Klopfen geht lang nicht mehr so gut wie vor 8 Jahren, als ich damit angefangen habe. Ich drifte jetzt öfter und fische dabei eine Rute in der Vordrift und eine vertikal hart am Grund mit Fireball-System. Die zweite Frage, ich würde dieses Jahr das Spinnfischen vom Boot aus testen wollen. Wo und wie würdest du die Abhängigkeit der Gewässertemperatur davor gehen? Wie gesagt, bei uns am Rhein ist alles gestaut und es gibt keine Bohnen. Ja, vielen Dank für die Frage. Es sind ja insgesamt dann 2. Und da wollen wir mal reingehen. Klopfen geht schon lange nicht mehr. Auch so ein Punkt, was ich immer wieder höre. Oder wenn ich irgendwo ankomme, dass mir dann Leute sagen, wir haben alles versucht und es geht nichts. Ja, es gibt Phasen, wo es wirklich zäh läuft, richtig zäh, aber es gibt immer Möglichkeiten, seinen Fisch zu fangen, gerade im Waller, weil im Waller habt ihr immer die Möglichkeit, einen aktiven Fisch zu fangen oder einen passiven. Das ist bei vielen anderen Fischen nicht und beim Waller ist es aber durchaus möglich. Und dann möchte ich gleich mal auf die erste Sache eingehen mit diesen Klopfen. Natürlich, wenn das viele Leute machen, reagieren die Fische teilweise anders. Das heißt aber nicht, dass die darauf nicht mehr reagieren. Die reagieren meistens nur anders. Und im Rhein, wenn du abtreibst, eine Rute in der Vordrift zu fischen, stelle ich mir schwierig vor, weil du ja dein Boot verzögern musst, damit du nicht so schnell bist wie deine Montage. Deswegen versuch mal, die Rute in der Nachdrift zu fischen. Das wäre so mein erster Tipp. Damit die Fische, die reagieren darauf schon, aber es kann durchaus Tageszeiten geben. Ich kann euch dazu ein Beispiel geben vom Mulde-Stausee. Da ist damals ein riesen Hype ausgebrochen, nachdem wir mal so ein Workshop-Wochenende da hatten, wo wir unwahrscheinlich viele Fische gefangen haben. Und danach war das wirklich, ja, Wahnsinn, was da los war. Ganz, ganz viele Boote. Und dann hieß es auch, die Waller reagieren nicht mehr, da fängt man nichts mehr und so weiter. Und auf einmal waren es nicht mehr die Tagesstunden, wo es ging. Es waren hauptsächlich noch die Nachtstunden, wo man überhaupt noch Bisse bekommen hat. Das ist schon mal so der zweite Punkt, was ich dir anraten würde, mal eine andere Tageszeit probieren. Gerade wenn du visiert bist mit dem Klopfen, würde ich da verschiedene Tageszeiten machen.
Und was halt auch immer ist, ich sehe das sehr häufig am Pro, die Leute driften dann und nach ein paar Stunden kommen die wieder und dann sagen die, es geht nichts. Und dann sage ich, du bist ja nur einmal da drüber getrieben. Ja, wir waren aber ja bis da unten. Dann sage ich, dann bleib doch aber in diesem Gebiet. Die Fische sind ja nicht weg, es sei denn, sie werden halt extrem stark entnommen durch Raubbau, durch Angler etc. Aber wenn ihr wisst, dass da Fische sind, müsst ihr in diesem Gebiet bleiben. Und ich mache das immer wieder gleich. Ich ändere meine Driftstrecken, so dass ich halt eben die eine Kante abfische und so weiter. Dann fische ich zu verschiedenen Tageszeiten, verschiedene Bedingungen und variiere das dann auch, wie mit der toten Rute. Das ist eine Option, die im Mittelwasser zu fischen und dann gleich vielleicht die zweite, wenn die so zäh darauf reagieren, probieren wir das Schleifen. Eine Rute relativ kurz in dem Boot hinterher geschliffen, je nach Untergrund ein leichtes Blei, dass du irgendwie nur so einen Köder hinterher ziehst. Auch das kann diese Fische, gerade wenn du die aufschreckst mit dem Ballerholz und das wird passieren, gehen die meistens dann rechts oder links und dann kann es sein, dass du mit so einem Köder doch noch einen Fisch da abholst. Da würde ich dranbleiben. Das wären so die ersten Punkte, was ich machen würde. Also ich würde, wie gesagt, mir, was weiß ich, eine Driftstrecke von 5 Kilometer vornehmen oder 3. Und dann bleibe ich dort. Wenn ich einen Tag auf dem Wasser bin und 8 Stunden habe, versetze ich nur diese Driften. Natürlich schreibe ich mir viel auf, habe dann wirklich alles so im Blick. Ich weiß, wie Strömungsverläufe sind, wo die Fische auch liegen. Das ist sehr wichtig. Und dann glaube ich schon, dass du da auch aktiv so wieder deine Fische fangen wirst. Bei deiner zweiten Frage mit diesen Spinnfischen vom Boot aus. Abhängigkeit Gewässertemperatur, definitiv ja, ganz klar. Umso wärmer das Wasser, umso mobiler hat man ja am Anfang schon, sind die Fische, wechselwarme Tiere. Erste richtig geile Phase, die kommt zum Spinnfischen, ist immer vor der Laichzeit in diesen Gewässertemperaturfenster zwischen der 16 bis 18 Grad Marke. Weil sich die Fische sammeln, aus einem großen Gebiet laichen die irgendwo zusammen ab. Das ist deine Aufgabe, das rauszufinden. Das zweite ist, diese Schulen konzentrieren sich dann auf gewissen Bereichen und das gilt es halt zu finden. Und dann hast du den dritten Vorteil, nicht nur, dass die Fische da komprimiert sind, sondern dass du eben halt aggressive Fische auch hast. Die Männchen untereinander, die sind da extrem aggressiv und das ist wirklich mit die beste Zeit zum Spinnfischen. In der Laichzeit noch ein Tipp dazu, wenn du Spinnfischen gehst, ich nehme dazu gerne diesen Battlespoon oder wenn du viel Strömung hast, den Battlespoon River. Ist ähnlicher Blinker, nur dass der lang gestreckt ist, damit er im turbulenten Wasser nicht hochgedrückt wird. Und da mache ich es ganz gerne so, werf regelmäßig auf eine Stelle erstmal und das über wirklich einige Minuten, 10, 15 Minuten immer wieder auf dieselbe Stelle. Nicht einfach abtreiben lassen, werfen und hoffen, das passt. Gibt es ja einige coole Videos im Netz, die ihr da vielleicht kennt, wo die so in die Bäume schmeißen. Das ist eine andere Phase. Das kannst du auch probieren. Aber die beste Phase für das Spinnfischen, gerade wenn sich das Wasser nicht ändert, ist meistens so vor der Laichzeit. Wie gesagt, die Fische sammeln sich, sind aggressiv und dann musst du es aber schaffen, diesen Aggressionsbiss auch auszulösen, weil die Fische eigentlich keine Nahrung mehr zu sich nehmen, aber durch dieses aggressive Verhalten, gerade von den Männchen, schaffst du es halt durch diesen Blinker, wenn du den immer wieder an dieselbe Stelle wirfst, wichtig, vorher abstoppen, dann klatscht der schön mit der breiten Fläche so auf das Wasser, ähnlich wie ein Wallerholz und die Waller suchen irgendwann das. Die werden dadurch aggressiv, gucken, wo kommt das her und dann ist es nicht ungewöhnlich, wenn du 20 Minuten an einer Stelle bist, keinen Biss bekommst. Und auf einmal knallt dir voll einer rein beim Eintreffen vom Köder. Zweite Sache ist dann, wenn die Laichzeit rum ist und die Fische verteilen sich wieder über einen großen Gewässerabschnitt, ist es extrem zähes Angeln. Also da mal schnell einen Fisch zu fangen, ist wirklich Königsdisziplin. Spinnfischen ist nach wie vor für mich Königsdisziplin. Es kommt immer ein bisschen aufs Gewässer drauf an, aber gerade wenn du das so rein etc. nicht aufgestaut, ohne Buhnen, dann ist es ein kanalähnlicher Abschnitt. Und dann kannst du, wie gesagt, diese erste Phase nutzen, kurz vor der Laichzeit, wenn die Fische sich irgendwo sammeln, irgendwo müssen die laichen. Das, wie gesagt, da wäre ich hinterher, das rauszufinden, wo könnte das sein.
Und das Zweite ist, wenn das dann rum ist und es ist über das ganze Jahr gesehen, würde ich versuchen, tief zu angeln. Also im Prinzip einen Gummifisch schon über den Grund hüpfen lassen. So ein bisschen wie das Vertikalangeln, weil du damit halt die Fische fangen kannst, die passiv sind. Ist aber definitiv die Königsdisziplin. Also da brauchst du viel Biss, gute Vorbereitung, gerade dann, wenn es auf die Laichzeit zugeht. Da musst du wirklich dein Gewässer kennen, musst wissen, wo du zu suchen hast, um deine Zeit, die du dann nutzt am Gewässer, optimal auch ausnutzen zu können. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit dir einigermaßen beantworten. In diesem Sinne schon mal ganz vielen Dank. Wirklich coole Fragen dabei. In der nächsten Woche. Selbe Stelle, selbe Welle, kommt gleich die nächste Fragerunde. Macht wirklich riesig Spaß. Es kommen sehr geile Themen zusammen. Und was gibt es jetzt zu gewinnen für euch? Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und ich habe es mir ganz einfach gemacht. Kommentiert das Video und der Kommentar mit den meisten Likes, also alle da draußen, geht runter mal in die Kommentare. Guckt euch die verschiedenen an, lest die mal durch. Wenn eine Frage dabei ist, die euch besonders interessiert, liken. Und der Fragesteller, der die meisten Likes bekommt, kann wählen zwischen einem T-Shirt von mir oder meinem Buch. Das gibt es zu gewinnen, das könnt ihr euch dann aussuchen. Die Frage mit den meisten Likes gewinnt. Ich hoffe, da kommen wieder viele coole Fragen zusammen. Wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn die nicht gleich up to date dann immer in der jeweiligen Woche dann gleich rangenommen werden. Ich habe schon wieder einen Zettel voll für nächste Woche. Das sind auch wieder sehr gute Fragen dabei. Aber nichtsdestotrotz, kommentiert das Video, lasst ein Like da. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr das Buch wollt, ihr findet meinen Shop wie immer unten in der Beschreibung. Dort bekommt ihr auch das T-Shirt. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche. Bis dahin, bleibt gesund, euer Benny. Ciao.